Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pac-Man Hardgold im Zeichen der Wetlock Challenge. Beim letzten Mal haben wir den Kesselberg erforscht und das muss hier mal getauscht werden. Das sieht nicht gut aus. So. Mädel, 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 Mann, 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 sehr schön. Haben den Kesselberg erforscht, hatten dabei eine Itemsucht befriedigt erstmal. Und ja, schauen wir mal, was die nächste Route mit sich bringt. Und vor allem, Nakani, das ist doch schon mal nice. Und ja, toll, Kontostrahl. Ich habe ein bisschen Angst, dass mir meine Denise gleich drauf geht. Aber das ist Level 15, da brauche ich eigentlich gar nichts befürchten. Vor allem immer nur Brüller, wie langweilig. Makago, immer dasselbe. Oh oh. Batsch. Ja, es schlägt sich selbst, sauber. Ja gut, wir wollen in die nächste Stadt. Ich möchte das rote Garados platt machen. Oder fangen, je nachdem. Nee, fangen... Oh oh. Ich möchte, glaube ich, wechseln. Ja, ich möchte wechseln. Da gehe ich jetzt kein Risiko ein. Kopf los! Tempo-Hieb. Es hätte wehtun können. Patronen-Hieb. Tschüss. Sauber. Du kannst dich ruhig entwickeln, Magby. Also ich habe da nichts gegen. Mahagonia City. Die Stadt. Guck mal, da oben ist eine Antenne auf dem Dach. Hier gibt es keinen Pokémon-Supermarkt. Von daher. Gut, dass wir vorher nochmal einkaufen waren. So, oben auf der Route werden wir dann jetzt erstmal die Trainer platt machen. Hoffen, dass unser Magby sich entwickelt. Und ja. Ja, genau. Und dann schauen wir einfach mal, was das Spiel noch so mit sich bringt. Muss ich hinter das Haus laufen? So hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Okay. Okay, alles klar. Trainer, come on. Irgendwas, was Magby platt machen kann. Komm schon, komm schon, komm schon. Magby muss endlich zu einem krassen Magma werden. Ironclaw, komm mal bitte. Steinpolitur. Geowatz, das ist... Ich liebe Geowatz, das sieht so cool aus. Das ist einfach der Hammer. Ich finde das so toll. Das ist nur Billy Cut. Denise, komm mal bitte. Ha, du brennst. Ha, Loser. Ha, friss das. Es burnt und es brennt. Also beides. Doppelter Schaden, Finte. Nein. Batsch und weg. Sauber erledigt. Sepa. Hm, da sollten wir vielleicht wechseln. Zu Ironclaw. Ironclaw und Denise. Die beiden sind ein Traumpaar. Aquawelle. Nö. Konnte er, glaube ich, vorher schon. Das habe ich für Surfer vergessen lassen. Es entwickelt sich einfach nicht. Was soll denn das? Na egal. So. Eileen muss mal wieder ein bisschen trainiert werden. Weil die ist Level 26. Alle anderen haben schon so ein gutes Level. Nein! Aber es wird sich alles ändern, wenn wir erstmal gegen Team Rocket angetreten sind. Nee, durch das Haus gehe ich nicht. Ah, wir können den Pokémon fangen. Yay, und es wird ein... Shiny Tragosso! Mach Hypnose. Und ich habe keine schwachen Attacken mehr. Fuck. Nein! Shiny Tragosso! Nee! Oh mein Gott! Der Hammer! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist ein Mädel. Ich nenne dich... Wie nenne ich dich? Weil du... Ja, wie nenne ich dich denn? Ah! Mir fällt gerade kein Name ein. Was ist dem würdig? Ein weiblicher Name. Ich nenne dich Sweeka-Fan. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. K... Fan. Eine Abonnentin von mir. Eine sehr alte. Die verfolgt mich schon super lange. Wie geil, ein Shiny Tragosso und das erste Pokémon auf der Route. Ich meine, Tragosso ist cool.
Knorga ist noch besser, aber in Shiny-Form? Das ist der Hammer. Ich bin gerade so begeistert, Leute. Fick dich, geh weg. Geh weg. Interessiert mich nicht. Du interessierst mich nicht. Genauso wenig interessieren mich Pipis. Alter, 5 Minuten gerade am Spielen und schon sowas. Ja, Hypnose kann auch gerne treffen. Danke. Und jetzt. Blättertanz. Piu. Batsch. Fast weg. Und tschüss. Was kommt jetzt? Tuska. Ja, war klar. 9. Egelsamenbastard und ich bin verwirrt. Verdammt. Ha, du pennst. Ich sollte es mit einem Schlag platt machen. Mit Fliegen. Ist nicht mehr verwirrt. Und BÄM in dein Gesicht. Stirb. Oh, immer diese... Ich möchte gerne deine Nummer. Oh, ich muss abspeichern. Das Shiny werde ich nie wieder hergeben. Ein Shiny Tragosso. Oh mein Gott. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Shiny. Ich komme gar nicht drüber hinweg. Top Ether gefunden. Yay. So, See des Zorns. Da gibt es ganz viel, was wir tun können. Zum einen das Garados platt machen oder fangen. Je nachdem, was ich will, möchte. Oh, gut, dass ich abgespeichert habe. Jetzt ist abgekackt. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, weiter kann's gehen. Ich bin wieder hier und er liebt seine Pokémon. Ich liebe meine auch. Und werde ihn jetzt erstmal schön die Fresse polieren. Oh, ein Ponita. Wie süß. Friss mein Fliegen. Bäm. Oh, das hat nicht gereicht. Konfusion. Und Level Up. Yay. Bodycheck. Ne. Was soll ich mit Bodycheck? Du bist speziell. Du. Ohne robust Haut oder wie das heißt, würde ich dir das sowieso nicht beibringen. Oh, ich soll... Ich habe keinen Schutz mehr. Ich muss aufpassen. Ruf da einfach mal an. Lugia! Hallo, kannst du mal... Na super. Kopfnuss. Na, wer soll noch also an dem Kampf teilnehmen? Yay! Dein sicherer Untergang. Donnerschock! Und tschüss. Meteorologe. Deine Mutter ist ein Meteorologe. Ah, so geile Erfahrungspunkte. So. See des Zorns. Garados, ich komme. Ich werde allein auf Typvorteil bauen. Drauf bauen. Weil Garados ist ein Bastard. Das ist allseits bekannt. Oh, ich würde sogar 2 Drachenwut überleben, aber nur wenn ich voll geheilt bin. Das mache ich mal eben. Das hier benutzt ja Drachenwut. Von daher... Hallo. Garados. Ja, ist die Frage. Fange ich dich oder... Ich kann dich fangen. Du bist das erste Pokémon auf der Route. Deswegen versuche ich das doch mal. Es sei denn, du tötest mich. Dann kannst du mich mal am Arsch lecken. Donnerschock! Ja, clever, clever. Jetzt willst du gleich hier einen auf Dings machen. Einen auf, ne? Ja, ich hab's gewusst. Nochmal Drachenwut. Du mich auch. Donnerschock! Ja. Du bist ja clever. Ich will dich haben. Vor allem, warum ist das ein Garados? Das ist doch alles random. Oh, shit. Ich werf einen Ball. Los. Gefangen. Ich habe sogar gefangen. Wie cool. Ja, gut. Garados gefangen. Ich nenne dich... Du bist männlich. Jason. Du bist Jason. Jason. Ein Jason. 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 Wie heißt der nochmal? Ich weiß nicht mehr. Der von Halloween. Hey, rote Haut gefunden. Das ist sehr sinnvoll. Besonders, weil wir dann den EP-Teiler kriegen. Ein Dragoran. Ich möchte dich fangen. Nee, das geht ja nicht. So, damit haben wir schon 2 Shinies. Ja, ich helfe dir, komm. Ich bin mal so nett. Ja, ist ja gut. Ja, natürlich, das Signal kommt aus der Stadt. Kümmern wir uns drum, keine Sorge. Auf Wiedersehen. So, wir wollen uns erstmal eben heilen. 2 Shinies in einem Part, das muss mir erstmal jemand nachmachen. Ja, so schwer war das jetzt ja auch nicht. So, ein Supertränkchen. Einer ist gut, ein paar mehr. Weil ich möchte jetzt erstmal hier auf der Route noch bleiben. Hier sind nämlich noch ein paar Trainer, die platt gemacht werden wollen. So. Aber Frage ist, wo fangen wir an? Hier oben? Wo ist mein Itemradar?
Ein Sanderbonbon! Geil! Ich sollte vielleicht mal auf mein Fahrrad steigen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Da oben ist auch noch was. Nein, ich will nicht gegen den Baum hauen. Geh weg. Verschwinde. Damit ist Gyarados unser stärkstes Pokémon im Moment. Oh mein Gott. Oh, Lapras, Level 10. Ich habe eins Level 15 gefunden. Ja, also das ist ja nix. Item. Wahlglas? Was ist das denn? Na egal. Hier war ein Item, oder nicht? Ja, genau neben mir. Huch, Lilly trägt irgendwie etwas mit sich herum. Ja. Lila Schuppe im Modekoffer, aha. Sehr interessant. Top-Trank, yay! Yeah. Ein geiles Item nach dem anderen. Es ist so Hammer. Es ist Hammer, wie es sich bewegt in dem Outfit. Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Düp, düp. Ja, ist ja gut. Wilde Pokémon sind überall. Oh, ein Marshock. Marshock wäre natürlich auch cool. Obwohl, wir haben schon einen Kampf-Pokémon. Haben wir Kampf-Pokémon? Nein, haben wir nicht. Wir haben Geist-Pokémon. Wir kommen... Oh mein Gott, wir kommen hier von Geist auf Kampf. Oh, Lapras Level 12. Vor allem weiblich. Yay. Tja, das passiert... Oh, Level 8. Was ist das denn? Mein Gott. Item. Was ist das denn jetzt? Warum kommen die alle drei Schritte? Wie nervig. Meint das Spiel das gerade ernst? Ne, jetzt gerade nicht mehr. So. Item. Top Genesung. Alter. Wie geil. So, hier ist nix. Oh, da ist noch ein... Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, mittwochs ist hier auch der See trockengelegt, oder? Oh mein Gott. Oh, ein weibliches Marshock. Eine Frau mit fetten Muskeln. Hm. Eine rote Flöte. Das hilft bei Paralyse, Verwirrung. Kann ich da oben noch lang? Ich weiß es nicht. Gucken wir einfach mal. Ta-ta-da. Hey, ich bin ein wildes Pokémon. Ich möchte dich gern nerven. Ich soll vielleicht nochmal eben abspeichern, bevor mir gleich der Emulator wieder abkackt. Ja, ja, dieses Spiel ist verbuggt. Das habe ich ja schon oft genug gesagt. Tja, wir kommen echt gut voran in diesem Spiel. 5 Orden haben wir schon. Von 16. Und ja, es freut mich einfach. Und vor allem, dass so, also in Anführungsstrichen, selten Pokémon draufgehen. Jedes Mal, wenn Pokémon draufgeht, stirbt irgendetwas in mir. Das kann man irgendwie gar nicht beschreiben, diese Bindung, die man zu Level 19, die man zu diesem Pokémon entwickelt. Das ist einfach ein Band der Liebe und der Freundschaft. Und ja, und ich laber gerade ganz schön Müll, ich weiß, aber ich mag das wohl gerne. So, das passiert, wenn man keinen Schutz kauft. Man wird da... Panikon. Are you fucking serious? Panikon. Ah! Ich bin ja eher der Papinella-Fan als Pudox. Pudox finde ich gar nicht so toll. Das ist voll hässlich, das Vieh. Ich beleidige ziemlich oft Pokémon, ne? Das wurde mir auch schon öfter gesagt. Lapras, Level 5. Das ist ein Starter-Pokémon. Oder auch nicht. Lass es uns einfach töten. Hallo? Lapras, Level 7. Tschüss. Eigentlich muss ich heute Abend noch zum Familienessen, aber ich habe da gar keinen Nerv drauf und werde da auch nicht hingehen. Oh! Ich möchte am liebsten zu dem Haus direkt, aber irgendwie komme ich da gerade gar nicht hin. Dieses Labyrinth macht mich fertig. Ja gut, ich werde versuchen, auf jeden Fall noch eben das Haus da zu erreichen. Und wenn ich das Haus dann erreicht habe, werde ich mir die TM holen, die es da drinne gibt. Und wenn ich die dann habe, fliegen wir nach Mahagonia City. Mahagonia City? Ist das Mahagonia City? Kann sein. Und werden dort dann im nächsten Part Team Rocket vermöbeln. Das wird lustig werden, vor allem meine Pokémon werden da richtig gut leveln können. Das finde ich richtig... Oh, noch ein weibliches Marshock. Finde ich richtig nice. Und ja. Und bald haben wir noch ein paar Entwicklungen. Naja, bald ist gut.
Unser Igelava entwickelt sich erst Level 36. Das Vieh, Lilly, entwickelt sich erst Level 30 oder 28? Ich weiß es nicht genau. Ich würde natürlich Level 28 bevorzugen. Warum? Ist einfach so. Nein. Ein männliches Lapras. Dom, dom. Trumpfkarte. Was ist denn Trumpfkarte? Erinnert irgendwie an Piedmon von Digimon. Trumpfkarte. Und dann schmeißt er seinen Dolch da durch die Gegend in die Herzen der Digimon. Je weniger AP diese Attacke hat, desto mehr Angriffskraft besitzt sie. Ist eine normale Attacke. Hat 5 AP. Aha. Ja, können sie alle lernen, will ich aber nicht. Komischer TM. Wie weniger AP sie hat. Das heißt, ich darf immer sie am besten nur einsetzen, wenn ich nur ein AP drauf habe, oder wie? Bescheuert. Es gibt echt Erfindungen, die sind total gaga. So. Wir sind schon wieder bei 16 Minuten und kaum was Gescheites geschafft irgendwie, finde ich. Obwohl, wir haben einiges geschafft. Wir haben fettes Gyarados gefangen. Wir haben die rote Haut, die ich noch zu den Dingsbumsens bringen möchte. Weil der gibt mir dann ja... Okay, nix. Der gibt mir dann dafür den EP-Teller. Und das sehe ich als sehr gut an. TM10 erhalten. Und das ist... Kraftreserve. Ist das wirklich Kraftreserve oder tut das nur so? Es tut nur so. Oh mein Gott. Geh mal weg da. Frostbeule. Hallo. Rollangriff für 5 Runden. Bei Erfolg nimmt die Stärke zu. 30 Stärke, okay. Eine Eisattacke. Pff. Ja, ist aber gefährlich, so eine Attacke zu benutzen. Nein! Ja gut, wir sehen uns in Mahagunia City beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, es heißt Let's Play Pokémon Hardcore Randomizer im Zeichen der Nuzlocke Wetlock Challenge. Haus rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Dengoku Senpai.